Die Quartalszahlen des Luxusgüterherstellers Burberry fielen enttäuschend aus mit einem Umsatzrückgang von knapp 7% und führten zu einem Abverkauf nicht nur bei der Burberry-Aktie, sondern nahm auch LVMH in Sippenhaft. Während Burberry jedoch strukturelle Probleme hat, läuft das Geschäft bei LVMH deutlich besser. Beide Dip bei LVMH, meine Meinung dazu in diesem Video. Und mein Name ist Thorsten Tiet und hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Und dass LVMH eine Qualitätsaktie ist, das stellt, denke ich, niemand in Abrede. Und wenn wir eine solche Qualitätsaktie auch noch günstig kriegen, ja, dann umso besser. An der Stelle jedoch noch Obacht, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Das ist der Pressrelease zu Burberry, der zu dem Abverkauf geführt hat bei Burberry und anderen Luxusmarken. Und ihr seht hier im eigentlich starken Weihnachtsquartal hier einen Umsatzrückgang von 756 auf 706 Millionen britischen Pfund. Das ist schon eine Hausnummer. Bei den letzten Quartalszahlen von LVMH, da war es ja so, dass die auch enttäuschten, aber da hatten wir ein Wachstum, ein Umsatzwachstum von 9%. Und enttäuschend war das deshalb, weil Analysten je nach Quelle zwischen 12 und 14% erwartet hatten. Und da sieht man schon, dass es ganz andere Größenordnungen sind. Gehen wir mal zum beliebtesten Aktienfinder Deutschlands und gucken uns das Ganze mal hier an. Und dann sehen wir hier erstmal die relevanten Luxusgüterhersteller. Alles fest in europäischer Hand, insbesondere französischer Hand. Und wir sehen hier gleich, dass wir bei Burberry oder mit Burberry einen Zwerg haben mit einer Marktkapitalisierung von 5,6 Milliarden gegenüber LVMH von 335. Also die Meldung von Burberry hat im Prinzip, weil die schlechten Zahlen von Burberry haben im Prinzip mehr Geld vernichtet, in Anführungszeichen, ist ja jetzt nicht wirklich weg. Bei LVMH als Burberry an Marktkapitalisierung aufgewiesen hat. Und interessant wird auch, wenn man die Kennzahlen mal anschaut, da sieht man auch hier, dass Burberry hier auf die letzten 10 Jahre sogar Minusgeschäft war, jedenfalls was die reine Kursentwicklung angeht, während LVMH in der Zeit um über 430% zugelegt hat. Und auch hier sehen wir, dass kurzfristig ebenfalls Burberry der Underperformer war. Wir sehen aber, dass alle Luxusgüterhersteller hier bis auf Hermès in den letzten Monaten bzw. im letzten Jahr verloren haben. LVMH eben auf 6 Monate 23% eingebüßt. Was wir hier auch sehen, das ist, dass Hermès sehr gut gelaufen ist, aber auch überbewertet scheint hier nach den Kennzahlen, sowohl absolut bei den Multiples als auch hier. Wenn man auf den fairen Wert guckt, während LVMH je nach Bewertungsmaßstab sogar schon leicht unterbewertet zu sein scheint und hier Multiples hat von um die 20 bezüglich KGV. Und wir werden uns die Bewertung im Detail näher anschauen. Was die Gesamt- oder die Dividendenrendite angeht, das sieht man dann auch hier, dass bei Burberry, die bei knapp 5% liegt, aber das holt man sich natürlich mit einem hohen Risiko ins Haus. LVMH knapp 2%. Wenn wir uns auch angucken, ob das historisch schon eine attraktive Dividende ist. Ja, gehen wir doch gleich hier zur Dividende, bevor wir hier lange rum philosophieren. Das ist die aktuelle Dividendenrendite bei LVMH und interessant ist, dass die bei unter 1% lag, noch vor um die 2 Jahren und jetzt haben wir eine doppelt so hohe Dividendenrendite und wir sehen hier auch dynamisches Dividendenwachstum führt zu deutlich höheren Dividenden bezogen auf den aktuellen Einstandskurs in naher Zukunft. Wir haben ja bei LVMH ein Dividendenwachstum von um die 16%, teilweise plus jährlich, während wir hier bei Burberry gerade mal halb so hoch sind und jetzt hier gerade die Dividende kaum noch steigen soll. LVMH auch insofern ein guter, zuverlässiger Dividendenzahler. Sogar in Krisenzeiten kann man hier nur mal schön sehen, während des Corona-Crash die Dividende nicht gekürzt, gab es gar eine Sonderdividende. Während hier der Finanzkrise, als der Gewinn leicht rückläufig war, die Dividende von 1,60 konstant gehalten und hier während der Dotcom-Blase, als die geplatzt ist, auch der Gewinn mal ordentlich eingebrochen. Die Dividende ist aber da dann auch nicht gekürzt worden. Also wir haben hier auch eine sehr schöne Dividendenpolitik und hier haben wir hier
Ausschüttungsquoten, die noch sehr viel Raum nach oben lassen, auch vom freien Cashflow her und vom bilanzierten Gewinn, beides wunderbar. Und wenn wir nochmal kurz zurückgehen auf das dynamische Dividendenwachstum, dann sieht man, dass hier die ersten Jahre noch sind auf die Analysten bezogen, wie sich die Dividende entwickelt. Und man sieht hier, wie sich die Dividende weiterentwickeln könnte anhand des historischen Dividendenwachstums momentan. Also bei Ende 2023 wäre es schon bei 2%. Und dann sieht man, wie schön die Dividende auf den aktuellen Einstandskurs bezogen dann ansteigen könnte, und dann hätte man im Jahre 2037 auf den aktuellen Aktienkurs bezogen eine persönliche Dividendenrendite von, die schon zweistellig wäre, bei 10%. Und wir investieren ja langfristig, und deshalb ist sowas natürlich auch schon mal interessant, wohin es führen könnte. Wer ist die Dividende? Und die Dividende, wie gesagt, mit knapp 2% schon bald, 2% halte ich für attraktiv. Wenn wir jetzt dann in die Bewertung reingehen, das ist natürlich dann auch nochmal das Sahnehäubchen, wenn wir dann die Aktie günstig kriegen könnten. Dann gucken wir, gehen wir einmal aufs KGV bereinigt. Da fällt hier dieser Ausreißer auf, was damit zu tun hat, dass während Corona, während des Lockdowns natürlich deshalb die Umsätze bzw. die Gewinne nach unten gingen. Deshalb ging das KGV mal sehr hoch. Das ist also nicht repräsentativ. Kommen wir noch gleich drauf, was das für die Bewertung für eine Bedeutung hat. Ansonsten sehen wir hier momentan, dass der Abverkauf genau hier zu einem relativ günstigen, vermeintlich günstigen KGV geführt hat. Wir sind jetzt gerade hier unten, also deutlich unter den KGVs, die unter normalen Umständen die LVMH-Aktie schon hatte, als die KGVs bei 30 waren, und momentan sind wir bei knapp über 20. Und interessant wird es auch, wenn wir das KUV uns anschauen, da sehen wir, dass lange Zeit LVMH mit einem KUV von leicht über 2 bewertet war, und dann zog das richtig an, dann hatten wir KGVs von knapp an die 6 und momentan haben wir ein KGV von um die 3,7. Das hat damit zu tun, dass das KGV angezogen hat, unter anderem oder insbesondere hier mit den Margen, die nach Corona deutlich gestiegen sind auf Allzeit hoch. Wir haben bei LVMH jetzt Margen von gut 26%, das ist höher als das, was wir in der kompletten Vergangenheit hatten, als die Margen bei knapp über 20% lagen im langfristigen Mittel. Das heißt, 1 Euro Umsatz ist jetzt mehr wert als in der Vergangenheit bei LVMH. Und das wird jetzt auch nochmal interessant werden, wenn wir in die Bewertung reingehen. Und das ist hier. Dann werden wir jetzt mal die Bewertung machen. Einmal basierend auf dem bilanzierten oder bereinigten Gewinn, spielt eigentlich hier keinen großen Unterschied, und einmal auf dem Umsatz. Und dann gucken wir mal, ob beide DIP jetzt bereits Gültigkeit hat. Wenn wir den fairen Wert auf dem bereinigten Gewinn einfach mal so nehmen, dann hätten wir hier schon eine klare Unterbewertung. Dann wäre die Aktie bei 770 Euro fair bewertet. Sie hat schon um den 900 an Spitze gekostet. Und ich würde jetzt aber mal hingehen und den Bewertungsmaßstab als erstes ein bisschen ab 2012 beginnen lassen. Dann haben wir hier nämlich eine Schwächeperiode quasi voll drin. Und dann würde das dazu führen, denke ich, dass der bereinigte Gewinn, das KGV, was benutzt wird, zur Berechnung des fairen Werts auf Basis des bereinigten Gewinns von 24,5 auf 23,6 schon mal runtergeht. Dann lege der faire Wert jetzt noch bei 740 Euro. Und jetzt muss man aber noch was anschauen, um es noch ein bisschen konservativer zu machen. Und zwar habe ich ja hier schon darauf hingewiesen, dass beim bereinigten Gewinn, aber auch beim bilanzierten, das ändert an der Stelle also nichts, wir hier ein sehr hohes KGV hatten. Eins einfach deshalb, weil der Gewinn einbrach, das sehen wir hier, aber der Aktienkurs nicht entsprechend runterkam. Wir haben ja also so einen kleinen Ausreißer drin, der dazu führt, dass das durchschnittliche KGV nach oben geht. Das könnte man auch nochmal berücksichtigen. Das durchschnittliche KGV mit 23,6 ist, deshalb denke ich, etwas zu hoch. Wenn man einfach mal so eine Sichtprüfung macht, dann sieht man, dass es eher so um die 21 liegen sollte. Und das machen wir mal, und dann wird der faire Wert nochmal nach unten gehen, und zwar recht deutlich. Dann liegt er jetzt bei 660 Euro im Vergleich zu 670 Euro aktuell. Und da sieht man dann, dass die Aktie mehr oder weniger jetzt
fair bewertet wäre. Jetzt möchte ich jetzt auch nochmal mit dem KUV was Ähnliches machen, und das ist hier der faire Wert auf den Umsatz bezogen. Und da sieht man, dass mit einem durchschnittlichen KUV von 3,2 LVMH dann sogar noch deutlich überbewertet wäre. Da wäre dann der faire Wert bei knapp 550 Euro. Jetzt habe ich aber schon gezeigt, dass wir hier deutlich höhere Margen haben als in der Vergangenheit. Und für Durchschnittsberechnung hier haben wir jetzt 2012 genommen, also die beginnend ab 2012. Und das halte ich nicht für aussagekräftig für das KUV, weil wir ja zu viele Jahre mit noch niedrigen Margen drin haben. Deshalb würde ich jetzt an der Stelle hingehen und da einfach mal schauen, was für ein KUV hatten wir denn hier, als die Margen angestiegen sind. Dann kommen wir auf KUVs von zwischen 4 und 9. Und da würde ich jetzt deshalb das KUV hochsetzen auf 3,8. Das ist also knapp so hoch, wie es aktuell auch ist. Das ist dann für mich das faire KUV. Und wenn man das dann macht, dann kommt man tatsächlich auf, und jetzt zoome ich mal noch ein bisschen mehr rein hier, auf, noch ein bisschen wieder rauszoomen, dass wir das auch noch drin haben, auf einen ähnlichen fairen Wert wie beim Gewinn. Und jetzt können wir eine Renditeerwartung bestimmen auf den leicht niedrigeren fairen Wert für 2026 von LVMH und dann basierend auf dem KUV, und dann lege dieser faire Wert bei etwas über 800 Euro verglichen zum aktuellen Kurs von 670 Euro. Das würde einer jährlichen Rendite entsprechen von 8,4%. Also hat man den Markt schon leicht geschlagen. Das wäre jetzt also wirklich, würde ich sagen, schon eine relativ konservative Schätzung, auch wenn ich das KUV nach oben korrigiert habe. Das wäre natürlich interessant, beziehungsweise was ihr natürlich machen könnt, das heißt ja jetzt nicht, dass ihr die Aktie heute kaufen müsst, am 24., also in 11 Tagen oder 10 Tagen, wenn ich das Video live schalte, wird LVMH die Quartalszahlen bekannt geben, und dann sehen wir natürlich, wie es aussieht, ob wir hier Spreu und Weizen haben, Weizen LVMH und Spreu die Burberry-Aktie. Und falls LVMH dann nicht so enttäuscht, wie es bereits eingepreist ist, gehe ich davon aus, also rechne ich mir gute Chancen aus, dass die Aktie stark anziehen wird. Und könnte aber natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass die Aktie noch fällt, falls die Zahlen echt enttäuschend ausfallen. Die ganzen Schätzungen, die wir hier sehen auf dem Bereich Gewinn etc., die sind bereits reduziert von den Analysten. Also da ist bereits Zurückhaltung quasi oder defensiv ist bereits eingepreist. Was ihr natürlich auch machen könnt, und das habe ich auch gemacht, ihr könnt natürlich auch Kauflimits setzen hier im Aktienfinder und euch dann informieren lassen, wenn die Aktie beispielsweise erstmal auf 650 Euro fällt, dann wäre die Renditeerwartung bereits bei 9,6% oder noch gegebenenfalls noch tiefer. Ja, LVMH haben wir auch im Starterdepot übrigens, und da tun wir die Aktie weiterhin schön besparen, und da machen wir das ganz automatisch bei The Dip. Und für deinen Einzelkauf, wie gesagt, über eventuell einen Kaufalarm. So, wie siehst du die ganze Geschichte bei LVMH? Bist du ähnlich optimistisch wie ich eingestellt, dass wir bereits jetzt schöne Kaufgelegenheit sehen, oder würdest du dann eher noch abwarten? Kannst du gerne kommentieren. Ich freue mich und antworte natürlich auch auf fast alle Kommentare. Also ich lese mir jeden Kommentar durch. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.